Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben ein neues Ziel. Das ist der Funkturm da oben. Und dann geht es eigentlich auch schon Richtung Mission. So, wir schauen mal, ob wir hier rauskommen. Ja, da kommen wir raus. Ich sehe gerade, wir haben keine erste Hilfe mehr. Ich hätte noch kaufen können. Ah, warte. Ja, weil ich das gerade sage. Ich hole mir noch eine Weste und kaufe noch ein bisschen erste Hilfe ein. Beziehungsweise stellen wir hierher. So. Ist aber so viel Kohle und wir nutzen das nicht richtig. Warte mal, Specials war das, gell? Nee, war es nicht. Zurück. Karten, einzigartige Waffen, Nahkampfwaffen. Medizin. So, 6 kann ich mitnehmen, gell? Maximale Anzahl erreicht, jawohl. 6 Stück kann ich mitnehmen. Na, gucke. Spezielles, das war die Geschichte, genau. Zurück. Karten, ja, gut, bei den Karten. Einzigartige Waffen. Sich halt ein bisschen was dazu verdienen, wo die ganzen Objekte sind, ne? Nö. Mama nett. Jetzt aber raus hier. So. Das Auto ist im Arsch, da komme ich nicht durch. So, wir haben genügend erste Hilfe, wir haben eine Weste. Und jetzt sind wir draußen. Und wir wollen zum Funkturm. So, sehr gut. Warum ist denn hier in der Brücke? Ach, kommt, Leute. Verpisst euch. Okay, da brennt's. Da, wo viel Verkehr durchgeht, ein Böhmchen in die Lüfte fliegt. Ich mag dieses Zitat irgendwie. Falls ihr euch fragt, woher das ist, Stirb langsam 3. Mit unserem guten Bruce Willis. Und das war... der Peter Krieg, der Bruder von Hans Gruber aus dem ersten Teil. Auch super Reihe. So, da ist der Funkturm. Wir sind unterwegs nach oben. So, 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 da geht's hin. Zack.
rüber. Ja, Doppel. Zack, zack. Ach, stopp. Warte. Das ist ja noch viel einfacher. Ja, das ist einfacher. So. Ziel schon. Weil ich es gerade sehe, die Weste hat sich echt gelohnt. Geht's weiter? So, die ganzen Special-Waffen sind jetzt zum Teil frei verfügbar. Okay. Aber da geht's weiter. Wir sind jetzt wie weit entfernt? Es ist nur noch ein Katzensprung. Das ist wirklich nur noch ein Katzensprung. War da irgendwie ein anderes Auto? Nee, gell? Wir gehen einmal zu Fuß weiter. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Bleibe unentdeckt, bis ja. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Sehr gut. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Nein, nicht, dass du lügst. Oder du bist falsch. Nee, ich kann es, mein Freund. Ich kann es auch. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Müssen wir jetzt kurz warten, ja. Und jetzt ein kühles Bier.
sein, dass der mehr verdient. Ich halte besser die Ohren. Immerhin. Was ist das? Das war gut, oder? Schon mal ein Checkpoint. Da schlafe ich wieder in meinem eigenen Bett. Vielleicht nicht. Einfach durchlaufen, einfach durchlaufen. Ja, es geht, ja. Volle Konzentration hier, Digga. Nähere dich dem Eingang zu den Docks. Ich sollte einen besseren Weg finden. Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Ups, das sah. Das war, glaube ich, gut, ne? Mann, warum muss ich in so einer Latrine pennen? Okay, die Arme verdecken die Tattoos. Sehr gut. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. What's this tutorial? Du trägst nun eine Söldneruniform. Die Söldner werden nicht angreifen, solange du sie nicht provozierst. Okay. Und los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Auf Scan vorbereiten. Sauber. Wie läuft's? Nächster, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Bist du sauber? Okay, nächster. Alles gut, Foster. Schön ist es hier. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Bloß nicht alles. Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, ich bin mehr wert als die, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Wie geht's? Hi. Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier.
Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Jetzt ein kühles. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen, wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, mehr Geld. Es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Scheiß Ungeziefer. Okay. Wie läuft's, Frischling? Verlasse den Zenot mit dem Boot. Schwitz mir den Arsch an. So, hallo zusammen, grüßt euch. Nehmen wir noch ein bisschen was mit, ne? Ja, hat alle nur Bock auf zu saufen mit dem Bettchen, ne? So, dann sind wir draußen. Doppelgänger Erfolg. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Holts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah ja. Eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Dreidecker. Okay, das wäre die nächste Mission, die zum alten Tempel. Das ist 2855 Kilometer entfernt. Meter entfernt. Okay, das wäre hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch geschwind diesen Funkturm mit. Das ist nämlich der, der ist nämlich genau geradeaus. Mal schauen, wo wir mit dem Boot hinkommen. Eigentlich relativ gut gehen, ne? Oh ja.
Das kommt gut. Mal hier zumindest die Karten aufdeckt. Theoretisch dürfte uns ja jetzt keiner anschießen oder sowas. Finde ich gut. Mal da hochklettern und dann freigehen. So. Das muss ich natürlich auch erstmal sehen, ne? Alter, Mann. So. Darüber muss ich. Kann ich da einfach so drüber gehen? Ach, Glück. Da ist noch eine Kiste. Oh. Davor habe ich aber am meisten Angst, gell, vor diesen kleinen Jump-and-Run-Einlagen. Das ist so der Hammer. So. Hier ist die Leiter, Gott sei Dank. Haben wir es gleich geschafft. Sehr schön, haben wir das auch gemacht. Jetzt muss ich kurz gucken. Wir haben jetzt diese Ecke hier frei gemacht. Wir haben jetzt hier überall Schnellreisen schon. Das ist ja eigentlich der Hammer, ne? Alles klar, passt auf, dann würde ich doch vorschlagen. Wir reisen erstmal hier wieder zurück. Machen dann den nächsten Funkturm. Nächsten Funkturm. Ich hoffe, meine Kumpels greifen mich jetzt nicht an. Nee, wir sind auf der Seite von den Bösen, also wird da nichts passieren. So, ich muss hier hin. Das ist da drüben. Knapp 700 Meter. Okay. Dann machen wir es wie folgt. Ich speichere hier. So, wird gespeichert. Alles klar. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir doch einfach
erstmal die Funktürme ab, weil ich fühle mich wohler, wenn die Karte aufgedeckt ist. Ja, weil die Außenposten möchte ich noch nicht freimachen. Kommt drauf an, ob ich es überhaupt noch frei machen werde, weil momentan können wir uns ja frei bewegen. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch hier mit einer Schnellreise hingehen. Aber ich würde gerne erstmal die Karte aufdecken. Dann fühle ich mich wohler mit der Minimap und alles ist schick. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Far Cry 3. Ciao, macht's gut.